Bass like a motherfucking atom bomb. Yo, was geht ab, Leute? Gidimidi Flow. Euer Frips ist hier und zwar heute mit dem zweiten Video des Tages, Leute. Und zwar zeige ich euch, wie ihr die BMX-Räder auf euren Autostellplatz bekommen könnt, beziehungsweise wie ihr ja BMX-Fahrräder mit Crew-Farbe oder seltenen Farben reinholen kann, beziehungsweise auf den Stellplatz stellen kann. Und ja, ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall mit dem Video, Leute. So Leute, und zwar müsst ihr als allererstes mal hingehen und startet den Job, den ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Dann stellt ihr die Fahrzeugklasse auf Fahrräder, habt ihr das Ganze getan, geht ihr hin und startet den Job. Jetzt ist es so Leute, dass wir Fahrräder auswählen können. Wir wählen uns das BMX aus oder irgendwelche anderen Fahrzeuge, die ihr gerne haben möchtet. Dann könnt ihr hier zwischen Crewfarben und anderen Farben entscheiden, Leute. Ich würde euch natürlich die Crewfarbe empfehlen, weil da kann man übel krasse Lackierung draufklatschen und das sieht dann einzigartig aus. So, haben wir das Ganze gemacht, startet der Job. Im Job gehen wir hin, laufen diese Rampe hoch und dann sehen wir dort eine Dartscheibe. Da drücken wir rechts und X gleichzeitig bzw. spammen die Tasten durch, bis das Dartspiel halt startet. Sobald es dann gestartet ist, Leute, gehen wir hin und beenden das Dartspiel. Das bewirkt, dass wir jetzt in so einer Open Lobby sind und unsere Sachen hier alle abspeichern können. Und zwar gehen wir jetzt hin, steigen auf ein Motorrad in unserem Clubhaus, drücken die Respawn-Taste und kurz bevor die voll ist, fahren wir raus. So, dann draußen, Leute, werden wir mit dem Fahrrad etwas rumbuggen. Das ist vollkommen normal. Könnt ihr absteigen, geht ihr wieder in euren Clubhaus rein und im Clubhaus, Leute, checkt ihr ab, ob der Glitch jetzt funktioniert hat. Und zwar checkt ihr das ab, indem ihr seht, yo, der Roller fehlt. Jetzt geht ihr nochmal kurz an den blauen Kreis und checkt dort nochmal ab, ob das BMX dort ist. Leider ist das BMX halt unsichtbar, aber das ist vollkommen normal. Ihr switcht einfach die Slots jetzt hier kurz durch und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Jetzt zeige ich euch noch eine zweite Methode, wie ihr die Fahrräder abspeichern könnt, aber die speichert man dann auf dem Fahrradständer ab. Und zwar gehen wir dann hin, nehmen das BMX, springen von dieser Plattform ab und warten, bis wir oben spawnen. Sind wir dann oben auf der Map gespawnt, Leute, gehen wir hin und fahren zu unserem Apartment. Das kann natürlich etwas dauern, Leute, aber falls ihr die Fahrräder auf dem Fahrradständer haben wollt, dann müsst ihr das Ganze halt so machen. Wir fahren jetzt in die Garage rein. Wenn ihr keine BMXe da habt, dann fährt ihr einfach rein, aber bei mir in dem Fall war es halt voll. Ihr geht jetzt hin und ersetzt halt irgendeins oder das BMX ist halt schon drin, das spielt halt keine Rolle. Jetzt nämlich so, Leute, wir ersetzen das Ganze, aber wir sehen die Fahrräder noch nicht. Sowohl im Clubhaus, auch hier sehen wir die Fahrräder nicht. Was müssen wir jetzt machen? Und zwar gehen wir jetzt in den Editor, Leute. Im Editor suchen wir uns noch eine, können wir uns eine irgendeine x-beliebige Lobby suchen. Und wenn wir dann dort in unser Clubhaus gehen oder bei uns ins Apartment, dann können wir sehen, dass das BMX auf jeden Fall da ist. So Leute, im Grunde war es eigentlich auch schon jetzt von mir. Ich würde mich riesig über 350 Likes freuen, Leute. Und wenn ihr neu hier seid, lasst mir auf jeden Fall ein Abo da. Und Leute, zwischen 18 und 20 Uhr kommt der Gift Castle Friends Glitch. Seid aktiv und habt die Klingel auf jeden Fall an. Und ich würde dann mal sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow. Euer Frips. Ciao.